Ihr wollt wissen, welche Klasse in FLiFE Universe den meisten Schaden macht? Dann müsst ihr dieses Video schauen mit dem neuen DPS-Ranking Stand Februar 2024. Damit starten wir auch direkt in das DPS-Ranking. Wir haben Blade auf Rang 1, die Details und so weiter, unter welchen Bedingungen das getestet wurde, schauen wir uns gleich an. Knight auf Rang 2, da ist aber ein wichtiger Hinweis noch, den man dazu sagen muss. Bill Poster auf Rang 3, Ranger auf 4 bzw. 5, Jester auf 4 bzw. 5, die sind ganz nah beieinander, je nach Ding. Elementor Platz 6, Ringmaster mit Auto-Attacks auf Platz 7, Psykeeper auf Platz 8 und Ringmaster mit Skills wäre dann Platz 9. Aber der Damage vom Ringmaster-Skill-Bild ist hier so schlecht, dass er eigentlich schon gar keine Rolle mehr spielt, meiner Meinung nach. Und außerdem spielt auch kein Mensch Ringmaster, um damit DPS zu machen, davon mal abgesehen. Aber ja, damit kommen wir jetzt auch schon zu den Details. Also, wir haben ja ein paar Infos, es gibt später noch ein paar Infos und natürlich gibt es unterschiedliche Builds, die getestet wurden. All das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Also, wir haben plus 5 Jewel-Sets. Was bedeutet das? Ultimate-Schmuck plus 5, für alle, die es nicht wissen. Falls sich jetzt jemand denkt, hä, Schmuck plus 5, was ist das für ein Käse? Damit ist natürlich der Ultimate-Schmuck gemeint. Außerdem Full-A-Cards. Welche Karten genau, steht dann beim jeweiligen Bild nochmal dabei. 28% ATK-Piercing, ist ja eh klar. Wenn es um Damage geht, muss natürlich ATK in die Suit. Dann haben wir plus 4 Additional Stats on every set part Weapon vom Main-Attribut. Fully preemed, only using prems available in F-Coin Shop other than the Cotton Candy. Ich glaube, das bezieht sich auf Event-Power-Ups und solche Sachen. Ich glaube, es gab immer irgendwelche Flasks, wo 30 statt 20 und so weiter. Vollkommen irrelevant, es wurden einfach nur die benutzt, die quasi auch immer verfügbar sind. 500 Int-AM-Buffs, damit man alle Buffs auf Max hat. Und dann hier noch etwas ganz Wichtiges. Kein Holy Cross oder Moonbeam wurde benutzt vom Ringmaster. Das heißt, alle Klassen außer das Skillbild vom Ringmaster und ist trotzdem lustigerweise das Schlechteste vom Damage her, und zwar mit Abstand das Schlechteste, ist ganz lustig. Ja, ich meine, damit es natürlich keinen Sinn ergeben, weil Moonbeam ist literally einer von zwei Skills, die Damage machen bei Ringmaster. Das heißt, wenn er den nicht benutzt, würde er überhaupt keinen Schaden machen. Außerdem kann HC den Schaden von Merkaba erhöhen. Das heißt, wenn man das auch nicht benutzen würde, würde er legit gar keinen Damage machen. Also von dem her macht das definitiv Sinn. Link Attack wurde benutzt. Die Green Chip Masks, die man sich kaufen kann, die zeitlich begrenzt sind. Und die Auto-Tech-Klassen hatten Ultimate Bonuses, glaube ich, soll das heißen, weil da steht Ultimate Bones. Auf den Waffen mit Crit Damage und PvE Schaden, damit das auch ungefähr gleich ist. Und jetzt kommen wir zu den Details der einzelnen Klassen. Und dann haben wir abschließend auch noch einen Hinweis. Worauf ich jetzt aber auf jeden Fall noch eingehen will, ist das auch, wo mein Mauszeiger hier die ganze Zeit drauf liegt. Und zwar kein HC. Warum spielt das jetzt eine Rolle? Das Problem ist, kein HC bedeutet, dass Swordcross vom Knight, also wenn der Knight komplett alleine ist, ohne Ringmaster, ohne Gruppe etc., wobei eine Gruppe könnte haben, solange kein Ringmaster dabei ist, dann macht er einen extrem guten Damage. Wie man sieht, den zweitbesten im Spiel. Das Problem ist aber, wenn der Ringmaster dazukommt, aufgrund der passiven Fähigkeit Swordcross, hat man das Problem, dass der Damage halt ein bisschen verfälscht ist, weil so mit HC kann Swordcross nicht proccen. Das heißt, man hat entweder HC oder Swordcross, aber du hast nicht beides. Das heißt, eigentlich wäre Knight die stärkste Klasse im Game. Wenn HC und Swordcross zusammen funktionieren würden, dann wäre Knight definitiv die stärkste Klasse, keine Frage. Das tut's aber nicht. Und das heißt, sobald er eine M involviert ist, wird der Knight effektiv schwächer, weil zwar hat er natürlich auch HC grundsätzlich, aber sein HC und Swordcross funktionieren nicht zusammen und damit sinkt er im DPS ganz schön herab. Ob er wirklich unter den Bildposter sinkt, in dem Fall weiß ich jetzt nicht, weil er liegt jetzt fast bei 90.000 mehr. Ich meine, das ist schon ganz schön viel. Aber er sinkt auf jeden Fall. Also ich würde ihn auch eher auf Rang 3 sehen als auf Rang 2. Also etwas über Ranger und Jester vielleicht. So war es auch im letzten Ranking, wenn mich nicht alles täuscht. Aber definitiv nicht über den Bildposter. Also das Ranking ist hier ein bisschen verfälscht dadurch. Aber jetzt auch nicht massiv. Also Knight ist definitiv Top 3 DPS im Spiel. Keine Frage. Aber Top 2 und halt der zweitstärkste nach dem Blade mit HC ist er definitiv eher nicht. Bevor wir uns jetzt die verschiedenen Builds angucken, die getestet wurden, will ich hier nochmal drauf hinweisen. Das hier wurde jetzt wirklich von einem Moderator mehr oder weniger freiwillig für die Community erstellt. Das bedeutet, das sind keine offiziellen Daten von FLiFE Universe selber, von den Devs oder so. Oder keine automatisierten oder automatisch ausgelesen aus einem Programm oder so Daten, sondern das wurde tatsächlich getestet. Also so wie wenn ich jetzt hergehen würde, mir irgendeinen Charakter ausrüsten würde, zum Dummy gehe und dann ein Video drüber mache,
das ist im Endeffekt das Gleiche. Das heißt einfach, und damit will ich nichts vom Moderator wegnehmen und ihn auch nicht fronten oder so, das ist wirklich einfach nur so, wie man meine Videos auch betrachten sollte grundsätzlich. Man weiß halt nicht, okay, hat er alles richtig gemacht? Hat er vielleicht einen Frame gefehlt? Hat er eine Millisekunde zu früh aufgehört? Fehlt ein Auto-Attack zu viel? Hat vielleicht ein Buff gefehlt? Hat vielleicht beim Equipment irgendwas nicht gestimmt? Wurden Fehler gemacht, ja? Und bei so vielen Tests, man muss wirklich sagen, hier wurden verschiedene Builds von mehreren Klassen getestet. Das Ganze hat wahrscheinlich ewig gedauert, kann ich mir vorstellen. Ein paar Stunden saß er da bestimmt dran. Allein bei sowas wie Blade, wie man hier schon sieht, komplett unterschiedliche Waffen mit unterschiedlichen Karten, unterschiedlichen Builds und so weiter. Das dauert wirklich lange, vor allem, wenn man probiert wirklich nichts zu vergessen, dann dauert es umso länger. Und da will ich einfach nur dazu sagen, dass hier halt nicht die hundertprozentige Aussagekraft dahinter steht, aber es gibt dann einfach einen guten Überblick, der schon ziemlich aussagekräftig ist, aber es bildet halt nicht eins zu eins vielleicht die Realität ab, da man, wie gesagt, nicht genau weiß, ob nicht vielleicht hier und da doch ein Fehler passiert ist. Man hat auch keine Videos dazu, oder zumindest habe ich keine gesehen, wo das Ganze quasi aufgezeichnet wurde, wo jeder nochmal gucken könnte, ob alles gepasst hat oder so. Das heißt, da muss immer noch so ein bisschen mit einer Prise Salz das Ganze sehen. Aber trotzdem ist es super cool, dass wir diese detaillierte Aufstellung noch bekommen, weil hier beim Blade sind wir direkt mit sehr vielen unterschiedlichen Builds. Also wir haben jetzt zum Beispiel zweimal Lutzagas Crystal Eggs. Problem, kein 100% Crit-Rate. Das ist definitiv ein Problem mit nur 96% Crit-Rate. Da ist natürlich der erste Gedanke, würde man nicht mehr Schaden machen, wenn man hier 100% Crit-Rate hat? Dachte ich persönlich ja, aber ist anscheinend nicht so. Also anscheinend mit 7 Fawn A und 3 Wind A ist der Damage schlechter, was mich persönlich sehr wundert, weil gefühlt macht es schon einen großen Unterschied, ob man 95, 96 oder 100% Crit-Rate hat, aber anscheinend doch nicht. Mit Lutzagas Crystal Axe, Lutzagas Crystal Sword haben wir diesen Max-Damage von 636.000 DPS mit 100% Crit-Rate. Also scheint wohl das beste Bild aktuell zu sein. Wobei man zugeben muss, es ist jetzt nicht so gewaltig. Wenn man hier mal rechnet, das sind 21.000 Schaden, 10% hier sind 61.000, das heißt, es sind gerade mal 2-3% mehr Schaden. Das ist ziemlich wenig, aber ja, trotzdem vielleicht interessant für den einen oder anderen. Und genau, ansonsten ist hier nichts eigentlich mehr Interessantes. Dann beim Knight ist es ähnlich, hier haben wir halt einfach die verschiedenen Builds, die wir testen können, mit den Two-Hand-Waffen, den One-Hand-Waffen. Hier fand ich es dann doch ein bisschen überraschend, dass der Unterschied so extrem ist. Und zwar haben wir hier einen Unterschied von bis zu 140.000 zwischen den verschiedenen Builds, was wirklich gewaltig ist. Und Lutzagas Crystal Two-Hand Axe scheint die beste zu sein. 100% Crit-Chance mit den gleichen Sachen wie beim Blade gerade eben schon. 100% Crit-Rate, die 45 CD-Grab, bla bla bla. Two-Hand Sword ist tatsächlich deutlich schlechter, um ca. 10%, mit 50.000 weniger. One-Hand-Sword über 100.000 DPS weniger. Das hat mich wirklich gewundert, weil das ist schon echt gewaltig, muss man sagen. Und dann Lutzagas Crystal One-Hand-Axe, das ist nochmal, wie gesagt, 140.000 Schaden schlechter. Also wirklich gigantisch viel schlechter. Ja, da ist zumindest der einzige Lichtblick, dass tatsächlich der Unterschied zwischen One-Hand-Sword und One-Hand-Axe nicht ganz so krass ist. Also ich meine, es sind auch fast 10%, aber es sind zumindest keine 140.000. Aber ja, Knight, definitiv, wer hier im High-Level auf DPS geht, sollte auf jeden Fall zur Two-Hand-Axe greifen. Ja, weiter geht's mit Build-Poster. Generell kommen jetzt die Klassen, wo man nicht ganz so viel testen kann. Ja, ich meine, Build-Poster ist ziemlich einfach gestrickt. Du hast halt einen Knuckle im Endeffekt zur Auswahl im High-Level. Gut, technisch gesehen hat man zwei. Aber im Endeffekt ist immer das Ziel 100% Crit-Rate. Dann willst du so viel Crit-Damage wie möglich noch zusätzlich haben. Und natürlich Full-STR, alles auf Full-STR und Crit-Damage. Und naja, da kommen wir auf den Damage. Da gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, was man da großartig anders machen könnte. Jester ist eigentlich genau das Gleiche. Der struggelt halt mit der Crit-Rate zum Beispiel überhaupt nicht. Ist die Klasse, wo Crit-Rate, abgesehen von Ranger natürlich, eigentlich am einfachsten zu erreichen ist. Und ja, hier haben wir natürlich noch eine Abweichung, weil Enchant Absorb auf dem Totem, auf dem Dummy nicht funktioniert. Und hier haben wir quasi 390.000 Damage. Macht jetzt, finde ich, keinen so gewaltigen Unterschied. Ich finde, Jester ist irgendwie der große Verlierer. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie es überhaupt sein kann, dass Jester auf so viel weniger Damage als zum Beispiel Blade, Build-Poster und sogar Knight, klar, ohne HC, worüber wir schon geredet haben, kommt. Also ist wirklich grottenschlecht, der Jester hier, finde ich, in dem Vergleich. Also frage ich mich, was da irgendwie falsch gelaufen ist in Terms of Balancing und so. Also schon ein bisschen seltsam irgendwie. Also so schlecht hat der Jester, glaube ich, noch nie irgendwo abgeschnitten im DPS-Ranking. Ranger, wie gesagt, absolut kein Problem. Fawn A, alles auf Decks. Das ist eigentlich die simpelste Klasse überhaupt, die man bauen kann, denke ich mal. 381.000 ist für einen Ranger nicht schlecht, muss man sagen. Aber auch hier natürlich das Gleiche.
im Vergleich mit allen anderen, klar, Ranger ist im Damage nie der Beste gewesen, keine Frage, aber im Vergleich mit allen anderen, ich meine, wir sind ja fast bei, also wir sind bei 250.000 Schaden weniger als der Blade, also das ist schon fast Flyve-PC-Verhältnisse, wo man immer gesagt hat, Ranger ist gegen Blade nichts quasi. Und wir sind fast wieder an dem Punkt angekommen, wo man fast sagen kann, okay, Ranger gegen Blade hat absolut gar keine Chance. Das ist schon wieder etwas bedenklich, muss man fast sagen. Aber gut. Und dann kommen jetzt natürlich die Skills, wo man noch ein bisschen Unterschiedliches testen kann. Gut, Psykeeper jetzt vielleicht nicht so ultra viel, aber Elementor wird dann noch interessant auf jeden Fall. Was haben wir hier für eine Abweichung? Hier haben wir im Endeffekt das 1v1 und das AOE-Set im Endeffekt, also die beiden 150er-Set, Prima Mint und Refiro wurden hier gegeneinander getestet. Hier ist noch ein Hinweis, Refiro-Set, you need to have a perfect decreased casting time roll on the Lusaka's Crystal Wand and using Clarity plus White Cotton to reach 200% decreased casting time. Das ist quasi das Set, was im Set-Effekt noch sehr viel Damage hat. Das 1v1-Set gibt ja hauptsächlich Cast Time, sehr, sehr viel Cast Time und das AOE-Set ist quasi eher für AOE, es gibt auch defensive Werte, aber es gibt halt mehr Damage quasi. Und hier wird halt einfach gesagt, mit 200% Cast-Time ist das im Endeffekt die bessere Wahl. Überrascht mich persönlich ein bisschen, weil es gar nicht so viel mehr ist. Es sind tatsächlich nur 21.000 Damage, also ich finde, der Unterschied ist dann doch relativ gering. Aber gut. So oder so, der Damage vom Psykeeper irgendwie auch ein bisschen enttäuschend. Also auch hier bin ich fast ein bisschen skeptisch, weil beim letzten Mal war der Unterschied, meine ich, auch nicht ganz so heftig. Dann wiederum sind wir hier bei Klassen, die halt auch wirklich nicht dafür geschaffen sind, Damage zu machen. Sie können Damage machen, machen jetzt auch keinen absolut grottenschlechten Schaden, aber es sind halt einfach diese klassischen AOE-Klassen und die sind halt, wie gesagt, in anderen Dingen so viel besser, dass wenn sie auch noch sehr viel DPS machen würden, dann wäre es einfach schon unfair gegenüber allen anderen Klassen und deswegen müssen sie ja zumindest im DPS ein bisschen schlechter sein. Dann haben wir Elementor, die Klasse, die eigentlich am interessantesten bei dem ganzen Testen ist, weil sie so unfassbar viele verschiedene Kombinationen von Skills nutzen kann. Du hast verschiedene Kombos, du hast Skills, die andere Skills stärker machen, Widerstand verringern, magische Verteidigung verringern und so weiter. Es ist eigentlich wirklich die vielseitigste Klasse. Und ja, hier wurden trotzdem nur zwei Sachen getestet, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber oben steht da quasi hier mit I tested multiple such as just Windcutter, Firebird Spam, as well as including Poison Cloud and Rotation. Der Damage war schlechter, deswegen nicht included. Und ja, also ich meine, das ist jetzt halt wieder diese Sache, wo ich vorhin schon gesagt habe, dieses Testing dauert einfach sehr lange, erfordert viel Zeit und wenn man jetzt wirklich jede mögliche Kombination testen würde und so weiter und so fort, dann würde das halt ewig dauern. Wie ich das aus dem Beitrag im Discord herausgelesen habe, belässt er das jetzt auch erstmal dabei mit dem ganzen Testing und wird vielleicht irgendwann in der Zukunft nochmal eine geupdatete oder neue Version des Damages machen, wo nochmal andere Sachen getestet werden, andere Waffen und so weiter. Also die Hernes-Waffen versus die Lutzakas Crystal-Waffen zum Beispiel und so weiter und so fort. Also, vielleicht kommt da demnächst nochmal was. Also ist nicht allzu bald, aber vielleicht irgendwann mal. Und ja, aber für jetzt haben wir eben diesen Test hier. Zeigt wieder den 1v1. Also oben ist das 1v1-Set, das teure. Und unten ist das Lippin-Set, das günstige, was man von den normalen Monstern droppen kann. Und hier ist der Unterschied gerade auch nur 18.000 DPS. Liegt natürlich auch ein bisschen an dem Set-Effekt, muss man natürlich dazu sagen. Wir haben ja diesen Arcane Insight-Effekt. Und hier haben wir das gleiche mit dem Aura Burst, heißt der, glaube ich, bei Psykeeper. Also ja, da ist es halt einfach normal, dass dieses Set nochmal einen kleinen Bonus bekommt. Ich finde es trotzdem irgendwie krass, dass der Unterschied nur 18.000 sind. Und auch hier ist das gleiche wie vorher schon beim Psykeeper. Wir brauchen halt einen Mindest-Roll an Cast-Timer von seinem Staff, um wirklich auf die 200% Cast zu kommen. Gut, ist aber normalerweise vor allem mit Power-Ups auf jeden Fall kein Problem. Und genau. Ansonsten, welche Skills wurden benutzt? Electric Shock, Windcutter, Burning Field, Meteor Shower mit einer 25% Firebird Awakening und eben Firebird. Ich finde hier wirklich geil, dass Elementor so einen guten Schaden bekommt. Habe aber auch Angst davor, weil man muss sich dazu sagen, wenn die Developer sowas zum Beispiel ernst nehmen, also wenn es zum Beispiel die Community das sieht und selber testet und die Moderator das auch sagen und sich das so ein bisschen rumspricht und sich das auch einfach so anfühlt und die Leute so auf einen Konsens kommen, okay, diese und jene Klasse ist die stärkste und schwächste und hier und da und bla bla bla. Dann heißt es natürlich auch balancing-technisch, dass dann Klassen, die deutlich besser abschneiden, als man es erwarten würde, wahrscheinlich eher genervt werden und Klassen, die deutlich schlechter abschneiden. In dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel Jester, also auch der Moderator hat in dem Beitrag gesagt, er war auch überrascht, dass es so unfassbar schlechter Damage beim Jester war, aber er hat es anscheinend mehrfach getestet und es kam immer wieder das Gleiche im Endeffekt.
Solche Sachen sind natürlich auch wieder ein Problem. Für manche gut, für andere schlecht. Also die Klassen, die eher genervt werden, die sind natürlich auch eher auf der schlechten Seite. Und die Klassen, die eher gebufft werden, sind eher auf der guten Seite. Und ja, aber auf jeden Fall interessant, wie gesagt, weil hier könnte man jetzt bei Elementor noch so viel mehr testen. Man könnte zum Beispiel statt Firebird auch den 40er Mage-Skill testen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Das steht hier jetzt nicht. Und ich habe mir jetzt nicht alle Kommentare durchgelesen, die geschrieben wurden unter dem Discord-Beitrag. Auf jeden Fall, ja, sehr interessant. Und was man natürlich noch dazu sagen muss, warum Poison Cloud hier wirklich keine Rolle gespielt hat, weil es natürlich an dem Wind-Totem getestet wurde, ja. Also nochmal zur Wiederholung. Ja, oder an dem Wind-Dummy, whatever. Das heißt, Poison Cloud ist da halt nicht die beste Wahl. Burning Field ist da in dem Fall halt wesentlich stärker. Wenn es jetzt der Feuer-Dummy gewesen wäre, dann hätte man kein Burning Field benutzt, sondern eben Poison Cloud, ja. Ist ja ganz klar. Aber spielt es keine so wirkliche Rolle. Der Schaden ist für Elementor ziemlich gut, muss man sagen. Als letztes haben wir noch den Ringmaster. Für mich persönlich das Uninteressanteste, weil wer spielt wirklich Ringmaster, um Schaden damit zu machen? Naja. Luzzakas Crystal Stick mit entsprechenden Werten 152.000 Damage. Luzzaka Crystal Stick und 1v1 Set, sorry. Mit dem AOE Set und den entsprechenden Werten, bla bla bla, haben wir hier gerade mal einen Unterschied von 9.000. Also bei Ringmaster scheint es fast überhaupt keinen Unterschied zu machen, ob man das 1v1 oder das AOE Set nimmt. Also literally 9.000 Damage. Sind gerade mal etwas mehr als 5% Unterschied. Und generell, das ist so niedriger Damage, da braucht man nicht groß drüber reden. Und mit 150er PvE-Set, also das Rainer-Set, Luzzakas Crystal Knuckle plus Schild, ein 30% Crit-Chance, Angel, 10x Fawn A, 100% Crit-Rate, kommen wir hier auf 349.000. Und das ist das, was ich vorhin meinte, mit dem, es gibt jetzt hier die großen Verlierer und Gewinner von diesem Test, also sowas zum Beispiel darf eigentlich nicht sein. Also ich stelle es jetzt mal hin, ja, aber ich habe jetzt hier meine persönliche Meinung einfach und ich probiere es mal, oder ich bin jetzt mal nicht ganz so objektiv, wie ich probiere sonst eigentlich zu bleiben. Ganz ehrlich, das kann nicht sein, dass eine eigentlich Troll-Klasse, muss man wirklich sagen. Ich meine, Ringmaster zum Beispiel, Rhenes-Set, ja, das ist ein Set, das kein Crit-Damage gibt, keine Crit-Rate, das ist nicht mal ein 1v1-Set. Das heißt, schau mal, das Set passt da eigentlich überhaupt nicht. Und das heißt, der gesamte Schaden kommt hier eigentlich, also das Set gibt natürlich trotzdem Schaden, keine Frage, aber der gesamte Schaden kommt hier im Endeffekt zusammen von dem Luzzakas Crystal Knuckle, der Tatsache, dass es ein Knuckle ist, also extrem schnelle Angriffsgeschwindigkeit, dem Schmuck natürlich, und nur dadurch kommt hier der Ringmaster auf fast den gleichen Damage, also erstens mal exakt den gleichen Damage wie Elementor, das ist jetzt natürlich kein so großes Problem, muss man natürlich dazu sagen, aber er kommt auf fast denselben Damage wie Ranger und Jester. Designierte Klassen, also zumindest Jester, fürs 1v1 Damage machen. Wie zur Hölle kann das sein? Und ist das nicht irgendwie ein riesiges Problem? Also das ist halt crazy, dass hier eigentlich ein Troll-Bild, muss man, oder ein Fun-Bild, ein Just-for-Fun-Bild, ein Bild, das so vom Spiel eigentlich nicht wirklich vorgesehen ist, kann man sagen, ein Off-Meta-Bild, würde man in anderen Spielen vielleicht sagen, dass das nahezu den gleichen Schaden macht wie ein Ranger und ein Jester. Das ist absurd, das ist lächerlich und das darf nicht sein. Meiner Meinung nach, das ist komplett inakzeptabel, muss man wirklich sagen. Und das ist crazy. Und damit haben wir jetzt auch die Überleitung zu den großen Gewinnern und Verlierern von diesem Damage-Test und sind nochmal in der großen Übersicht. Also ich meine, klar, Blade wie immer Nummer 1 ist komplett erwartet, also genau davon geht man aus. Knight, wie gesagt, hier ein bisschen verfälscht, da HC nicht benutzt wurde, also eher auf Platz 3 vermutlich zwischen Buildposter und Jester-Ranger. Irgendwo da so in den 400.000 bis 450.000er Bereich würde der wahrscheinlich landen, schätze ich jetzt mal persönlich. Ja, und die großen Verlierer, also das sage ich mal, die Top 3, sage ich mal, das ist normal. Die Reihenfolge passt zwar nicht, aber ich sag mal so, das ist erwartet, dass die drei in der Top 3 sind. Jester und Ranger, würde ich sagen, sind hier eher die großen Verlierer. Also ich hätte gesagt, Ranger über 400.000 wäre ich ein absolutes Muss. Wie gesagt, da bist du immer noch. Wenn Ranger jetzt 436.000 DPS machen würde, wäre er immer noch 200.000 DPS unter dem Blade, was wirklich absurd ist. Jester genau das gleiche. Also Jester müsste eigentlich ungefähr gleich auf mit dem Buildposter und mit mindestens dem Knight sein. Wie gesagt, irgendwo so im Platz 3, Platz 4 Bereich. Also auch hier fehlen im Endeffekt knapp 100.000 Schaden, beziehungsweise, gut, dann wurde es nochmal getestet mit 390.000, aber selbst da fehlen dann 60.000, 70.000 Schaden. Also das kann es eigentlich auch nicht sein. Der große Gewinner, würde ich fast sagen, von New Horizon kann man damit entnehmen, ist anscheinend Elementor.
Elementor macht extrem guten AOE-DPS, das war schon immer klar. Und jetzt kann er sogar im 1v1 fast mit Crit-Damage-Klassen mithalten. Natürlich unter strengen Bedingungen, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber trotzdem, also Elementor, würde ich sagen, ist hier der große Gewinner von den AOE-Skill-Klassen. Genauso natürlich der Troll-Build, Auto-Attack-Build Ringmaster, der hier eigentlich absolut nichts zu suchen hat, meiner Meinung nach. Und Psykeeper auch einer der großen Verlierer neben Jester und Ranger. 249.000 DPS, klar, wie gesagt, Mages sind sehr stark auf AOE eben gerichtet, also sind so ultra gut im AOEen. Man darf sie nicht zu stark im DPS machen, weil sie sonst viel zu broken wären, weil wenn sie im DPS genauso gut wären wie zum Beispiel, naja, da kommen wir wieder zum Elementor, zum großen Gewinner, aber wenn sie im 1v1 genauso gut sind wie zum Beispiel ein Billposter, ein Knight und ein Jester, warum zur Hölle würdest du dann jemals Jester oder Billposter spielen? Weil dann kannst du AOE leveln mit Psykeeper und AOE, Psykeeper und Elementor, levelst schneller, tötest mehr Monster, farmst mehr Event-Items, pipapo, und dann bist du im DPS auch noch genauso gut. Warum zur Hölle würdest du dann jemals eine 1v1-Klasse spielen, die nicht Blade heißt? Also das ist irgendwie ein bisschen, was man hier so rauslesen kann. Wie gesagt, man muss es mit ein bisschen zugekniffenen Augen betrachten, das Ganze, weil es jetzt hier natürlich nicht streng geprüft ist, ob das alles wirklich so absolut korrekt ist, was hier getestet wurde und so weiter. Aber ich denke mal jetzt nicht, dass hier grobe Fehler gemacht wurden. Und damit ist das wirklich extrem erschreckend, dieses Ergebnis. Also da müsste man eigentlich schon mal was am Balancing machen, weil sonst sind wir hier bald bei FLIVE PC 2.0, wo das Balancing leider schon seit Jahren keine Rolle mehr spielt, wo halt Blade absolut davongezogen ist und keiner nur ansatzweise eine Chance gegen ihn hat und andere Klassen halt quasi von der Bildfläche fast verschwunden sind, weil es einfach keinen Sinn macht, sie zu spielen. Und es wäre wirklich schade, wenn das bei FLIVE Universe langfristig auch so kommt, dass man sich irgendwann denkt, ja, warum zur Hölle soll ich noch einen Psykeeper spielen? Warum zur Hölle soll ich noch einen Jester spielen? Das ist einfach nur ein extrem schlechter Blade oder so. Also das macht, finde ich, in meinen Augen irgendwie dann doch keinen Sinn so. Und dann haben wir eben noch den abschließenden Hinweis. Das sind noch ein paar Infos, die ich jetzt sowieso schon gesagt habe. Aber nochmal zur Wiederholung, wo ich das her habe. The Time on the Dummy war 1,45, wie gesagt. Also ich sage persönlich immer, mindestens eine Minute muss man testen, sonst ist es eigentlich nicht sehr aussagekräftig. Es wurden Firestones bei den Auto-Attack-Klassen benutzt. Es wurden die 150er-Sets, 1v1-Sets benutzt. Die Skills sind natürlich klassenspezifisch. Dann haben wir hier, wie gesagt, noch den Hinweis mit dem Herrless-Waffen, dass das eventuell noch kommt. Also irgendwann mal vielleicht. Wir haben hier noch einen coolen Hinweis, den ich persönlich sehr schön finde. Volt A vs. Water A. Volt A was slightly behind by 500 to 1000 probably. Oder 100, wie auch immer. Also irgendwas zwischen 100 und 500. Oder 500 und 1000, I don't know. Wirklich minimal. Und dann auch den Hinweis, dass es eben nicht perfekt ist. Randomized Stats und so weiter und so fort. Also hier und da fehlt vielleicht ein Prozent Crit Damage oder sonst was. Das liegt halt an diesen neuen, muss man wirklich sagen, dummen Ulti-Waffensystem, wo ja die Stats immer random sind. Also es ist anscheinend ein Krampf, da überall die gleichen oder ähnliche Stats zu bekommen. Genau. Aber warum ich das eben so cool finde, dass hier dieser Vergleich dabei ist, weil meine Meinung ist sowieso schon die ganze Zeit, Water-A-Karten sind sehr teuer, Volt-A-Karten sind, was Preis-Leistung angeht, extrem gut. Und von dem, was ich bisher gehört habe und selber auch gesehen habe, ist es einfach so, dass Volt versus Water, also Water ist besser, ja, aber jetzt nicht gigantisch viel besser. Also ein bisschen besser, aber jetzt nicht extrem viel besser. Und das heißt, Volt A sind vor allem für den Geldbeutel die wesentlich bessere Investition, weil erstens machst du noch den Zusatzeffekt mit dem verringerten Verbrauch. Gut, spielt es für die meisten Leute keine große Rolle, aber es ist trotzdem ein Zusatzeffekt, den man so nicht hat. Und du sparst halt eine Menge Geld, muss man wirklich sagen. Und wenn der Schadensunterschied dann wirklich gering ist, dann macht es halt echt nicht so viel Sinn, als Damage Dealer jetzt unbedingt auf Water zu schwitzen, wenn man dafür mehr als das Doppelte ausgeben muss. Das macht keinen Sinn. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Also danke nochmal an den Moderator Kips dafür. Und ja, was sagt ihr zu dem Ranking? Seid ihr auch davon etwas enttäuscht, wie manche Klassen abgeschnitten haben? Etwas überrascht, wie zum Beispiel vom Elementor? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten FLIVE Universe Video wieder oder auch gerne im Livestream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.